Mit dem Sarg durch die Gegend rudern hat schon was, oder? Yeah, sehr schön. So, dann würde ich sagen, Wutik. Zurück nach Wutik. Gehen wir mal zur Wäscherei. Ich könnte mir vorstellen, dass der Lago jetzt dort ist. Tatsächlich. Du machst mich wahnsinnig, Marty. Deswegen nennt man mich auch Mad Marty. Hör zu, ich will es umsonst und heute Nacht. Umgebracht? Wen hast du umgebracht? Ich rede über mein Hemd. Nein, 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 ich bin nicht verklemmt. Ich verstehe das, wenn einer einen umbringt. Ich sag's, ich brauche es heute Nacht. Was? Wohin hast du die Leiche gebracht? Das ist ja hoffnungslos. Du da, sagst du ihm, dass ich es heute Nacht noch abhole? Okay, ich rede mal mit ihm. Ich glaube, ich brauche erst den Schein. Den finde ich natürlich in sein Hotelzimmer. In seinem Hotelzimmer. Da. Ziemlich abgenutzt. Ja, krass. Graue Überreste. Die sehen ziemlich alt aus. Sehr, sehr unordentlich. Wer hat dich in mein Zimmer gelassen? Ich dachte, es wäre mein Zimmer. Nun, das ist es nicht. Und jetzt scher dich zum Teufel. Wie kriege ich den jetzt da wieder raus? Die Voodoo-Einkaufsliste. Ich gehe einfach nochmal rein. Vielleicht ist er jetzt weg. Da hängt gerade der Zettel, sehr schön. Leider war die Aufnahme etwas, ging ein bisschen schief, macht aber nichts. Es fehlt nur eine Sekunde genau da, wo ich den Zettel genommen habe. Aber das macht nichts. Jetzt haben wir den Wäscheabholschein. Damit gehen wir jetzt zum Wäschereimeister. Ne? Der Wäschereimeister. So, den geben wir das gute Stück. Den Mad Marty. Lass mich sehen, was ich von Mr. Lagrandes Sachen fertig ist. Ich weiß, es ist hier irgendwo. Hätte es doch noch vor einer Minute. Wo steckt es bloß? Ah, hier haben wir es. Ein BH? Okay. Okay, aber damit können wir jetzt immerhin nochmal in den Sumpf in die Voodoo-Puppe holen. Die Voodoo-Puppe. Schon eine coole Mucke, oder? So, dann schwimmen wir mal zur Voodoo-Meisterin.
gebe mir die letzte Zutat. Super. Hast du mir die letzte Zutat gebracht? Ich habe dieses Perlweiser BH. Ja, das wird es tun. Perlweiser BH. Endlich. Nun kann ich meine Voodoo-Puppe machen, die einschlagen wird. Ich hole rasch meine Voodoo-Tasche. Und nun die Zutaten. Eine Schuppe von Lagos Kopf. Ein kleines Stück von Lagos Fäden. Ein Tropfen Flüssigkeit aus seinem Körper. Ein Stückchen Knochen seiner Toten. Und zum Abschmecken diverser Voodoo-Gewürze, Geschmacksverstärker und natürlich naturidentische Aromastoffe. Okay. Das könnte gut werden. 2, 4, 6, 8. Wer wird heute kalt gemacht? Lago, Lago, ja. Hä, sieht genau wie er aus. Danke, Voodoo Lady. Nur noch eine Sache. Einige der Zutaten waren nicht gerade optimal. Es funktioniert aber nur auf kurze Distanz. Du musst nah ran an Lago. Ganz nah. Okay. Vielleicht ein guter Punkt zum Speichern. Sehr gut. Na, hängt da irgendwie fest? Gehen wir mal wieder zurück. So. So, gucken wir doch mal, ob der Lago daheim ist, ne? Lago Embargo. Nadeln mit Voodoo-Puppe. Nimm dies, du dumme, blöde, geistig schwache Kröte. Was? Wer glaubst du, dass du eigentlich bist? Ich bin Guybrush Threepwood. Manchmal erkenne ich mich die Leute nicht sofort. Deswegen habe ich das hier da bei mir. Ich reiße dich völlig auseinander. Wie machst du das? Lago Lacrande, du bist ein schlechter, gemeiner Kerl. Ich befehle dir, mein Geld zurückzugeben, um die Insel zu verlassen. Ha, ich habe dein Geld schon ausgegeben. Oh. Nun, dann befehle ich dir, diese Insel zu verlassen. Versuch's doch mich. Das wird dich lehren, mit dem Mann zu spaßen, der den Geisterpiraten LeChuck erledigt hat. Was war das? Du hast LeChuck umgebracht? Eigentlich schon. Das ist eine ziemlich interessante Geschichte. Also, die Wahrsagerin sagte, sie hätte LeChuck kalt gemacht. Das sagte sie also. Aber hat sie auch dies? Ist das... Ja, LeChuck's Bart, sogar noch am Leben. Lass mal sehen. Junge, der lebt tatsächlich noch. Wir suchen seit Jahren nach einem lebenden Stück von LeChuck. Jetzt können wir ihn wieder zum Leben erwecken. Pass auf, Welt.
Der grausamste Pirat aller Zeiten wird bald wieder über die Meere segeln. Hoppla. Ich fürchte, das ist wahr, Guybrush. Wenn Sie auch eine lebende Zelle haben, können Sie den ganzen Körper wieder beleben. Aber ich habe ihn doch in Zillionen Teilchen gesprengt. Nicht sein Körper, Guybrush. Sein Körper war sicher begraben. Und er muss doch inzwischen verfault sein? Halb verwest? Ja. Und das stimmt ihn sicherlich nicht wesentlich fröhlicher. Er wird nach mir suchen. Ja. Er wird mich töten. Ohne Zweifel. Was kann ich tun? Wo kann ich mich verstecken? Wo können Sie mir zum Schutz... Ja. Können Sie mir was zum Schutz geben? Er hat magische Kräfte, die meinen gleichen. Nichts, was ich dir gebe, kann dich beschützen. Aber es gibt einen Ausgang. Wo ist er? Du suchst ihn gerade jetzt. In Ihrem Badezimmer? Die Suche nach Big Whoop. Oh ja, das hatte ich ja auch noch vor. Big Whoop ist nicht nur irgendein Schatz. Er ist eine Eintrittskarte in eine andere Welt. Finde diese Welt und du wirst LeChuck für immer entkommen. Aber ich weiß so wenig von Big Whoop. Nimm dieses Buch. Ja. Big Whoop, Legende oder Realität? Wo haben Sie das her? Ich habe es aus der Bibliothek von Fat Island. Ich dachte mir sowas. Hervorragend. Ich habe deinen Namen benutzt, als ich es auslieh. Also bring es bald wieder zurück. Die Verzugsgebühren dort sind nicht von schlechten Eltern. Hui, danke. Gut, würde ich sagen, versuchen wir mal die Insel zu verlassen. Halbinsel. Irgendwas war hier, ja. Wir finden es raus. Super. Gehen wir mal ins Hausboot. Quatschen wir da mal mit dem Captain Dredd. Hallo? Hallo, Mann. Mein Name ist Captain Dredd. Was kann ich für dich tun, Mann? Ich muss ein Schiff chartern. Ich kann mein Schiff nicht chartern lassen, weil... Vor einer Weile habe ich meinen Segeltalisman verloren. Das Auge dieser Welt gesehen hat. Das Auge, das die Welt gesehen hat. Ohne dieses Auge kann ich nicht segeln. Keine Chance, Mann. Ich könnte Ihnen das Monokel geben. Ich probiere es mal aus. Ich muss weiter. Okay, bis bald, Mann. Schau mal wieder rein. Da ist das Monokel. Gib Monokel Captain Dredd. Hätten Sie gern mein Monokel? Danke, Mann. Das werde ich als Segeltalisman schon tun. Das wird es als Segeltalisman. Was kann ich für dich tun, Mann? Ich muss ein Schiff chartern. Du hast Glück, Freund. Gerüchte sagen, dass Lago endlich abgehauen ist. Also kann ich wieder raussegeln. Da ist nur ein Problem. Na, 20 Goldstücke habe ich natürlich nicht.
Für immer verlassen. Schön, schön. Ich vermute, all die Abführmittel, die ich in seinen Drinks getan habe, haben endlich gewirkt. Was? Keine Panik. Ich tue sie ja nicht in alle Drinks.